Hallo. Hi, herzlich willkommen. Wir sind Anja und Ilan und wir packen unsere Sachen. Es geht nämlich auf nach Detmold zu unserem Tiny House Hersteller. Warum es nach Detmold geht, was wir vorhaben, was wir uns vorgenommen haben und was wir dafür benötigen, das erfahrt ihr in diesem Video. In einem der letzten Videos haben wir euch von unserer Großbestellung erzählt. Einiges ist inzwischen auch schon bei unserem Hersteller angekommen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinken wir euch das entsprechend. Und es geht in erster Instanz darum, vor allem unsere Badezimmerwände zu ziehen. Den Raumtrenner im Prinzip unseres Tiny Houses. Dafür hatten wir das Holz bestellt und wir haben uns eine kleine Anleitung geschrieben, wo es auch darum geht, wie genau und wo die Balken positioniert werden, die Bodenleisten, die Pfosten, die Riegel. Wo die Schrauben reinkommen. Ne? Genau, wo die Schrauben reinkommen, wie viele wir ungefähr brauchen, welche wir nehmen. Das ist keine professionelle Anleitung, das ist ja unsere Anleitung. Ne? Also, genau. Das sei an dieser Stelle noch gesagt. Ja, wenn ihr da noch Verbesserungstipps habt, noch ist der Zeitpunkt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vor Ort wird sich da wahrscheinlich das ein oder andere nochmal verändern. Uns war einfach nur wichtig, dass wir vor Ort nicht bei Null anfangen und alles wieder neu ausmessen, sondern dass wir wirklich unseren Plan haben, unseren kleinen Aufbauplan und es dann im besten Fall auch zügiger vorangeht. Es geht aber auch weiter mit der Heizung. Wir wollen die auf jeden Fall einmal auslegen, deshalb auch die Trennwände, dass wir einfach verstehen, wo können die Rohre und Leitungen entlanglaufen. Dann wollten wir auch das Podest einmal ausbauen, zumindest den Rahmen unseres Podests aufbauen. Da hatten wir ja auch die Fichtebalken bestellt. Genau, wir hatten die Fichtebalken für den Podestrahmen bestellt, also nur den Rahmen. Und jetzt auch eine Palovnia-Bestellung aufgegeben. Wir hoffen, dass das dann auch rechtzeitig ankommt. Und wollten uns auch unserer Treppe widmen. Wir haben ja auch dazu ein Video gemacht, wie die Treppe aussehen soll. Das verlinken wir euch gerne. Da hat sich einiges verändert. Wir haben jetzt eine Leitertreppe. Wir haben also quasi den Gedanken, alles um unseren Wassertank zu bauen, aufgegeben. Und widmen uns jetzt einfach einer komfortablen Treppe, die man gut laufen kann, wo man gut hoch und runter kommt und vor allem gesund. Dank euch auch. Also wir haben so viele Kommentare auch bekommen mit dem Hinweis, okay, rauf geht ja, aber runter macht euch mal Gedanken, da müsst ihr jeden Tag wirklich laufen und wir sind uns dann auch einig geworden, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir komfortabel laufen und der Wassertank und der Stauraum unter der Treppe, den wir dann nachträglich einbauen werden, der muss sich dem Ganzen anpassen und nicht umgekehrt. Inspiriert hat uns das Ganze ja auch eigentlich durch unseren Besuch bei Markus. Wir hatten da eine kleine Roomtour auch aufgenommen und uns nach dem Tiny House Festival wiedergesehen. Das verlinken wir euch gerne auch nochmal. Es hat riesig Spaß gemacht und es war für uns einfach nochmal die Erkenntnis zu sagen, hey, eine Leiter können wir problemlos laufen. Ein bisschen komfortabler wollen wir es, also bauen wir eine Leitertreppe. Das war so ein bisschen auch so der Prozess und dafür sind wir dankbar, dass wir dieses Thema auch nicht überstürzt haben und das nochmal jetzt mit frischem Wind neu betrachten konnten und es jetzt anders machen. Was brauchen wir denn jetzt für diese Treppe, außer Holz? Also wie möchten wir das Ganze gestalten? Sie hat jetzt schon dreimal gesagt, Holz. Ja, Holz brauchen wir auch. Wir möchten die Treppe aber überwiegend eigentlich verleimen oder beziehungsweise gewisse Bereiche einfräsen und dann die Treppen am besten mit so wenig Verbindern und mit so wenig Schrauben arbeiten wie möglich. Einfach auch etwas leichter zu bleiben. Ne? Und die Konstruktion hat uns gut gefallen. Also durch die verschiedensten Videos haben wir dann für uns entschieden, Mensch, das ist toll, das gefällt uns. Wir haben ja auch durch die Zusammenarbeit mit Wolfkraft auch entsprechend den Werktisch und die Schraubzwingen, die Einhandzwingen und alles Mögliche zur Verfügung gestellt bekommen. Und das Tolle ist einfach, dass wir das jetzt nutzen können. Wir werden also alles, was in den Mietwagen passt, mitnehmen und dann vor Ort eben schauen, wie gut wir damit zurechtkommen. Auch dafür haben wir entsprechend so einen kleinen Fahrplan, einen kleinen Bauplan. Selbstverständlich haben wir. geschrieben. Ja, für das gute Gefühl, dass wir auch vor Ort wissen, wie es dann vorangeht. Wir haben uns jetzt auch noch nicht wirklich dem Podest gewidmet, ne? Wir haben den Rahmen bestellt, aber den Rest wollten wir ausschließlich aus Palovnia-Holz bauen, welches einfach besonders leicht ist. Und das war uns ganz wichtig. Wir sind uns nicht sicher, auch da haben wir eine Teilbestellung aufgegeben, ob die zeitig da sein wird und ob wir das ganze Pensum überhaupt schaffen. Also da haben wir uns als Anfänger, die wirklich noch keine Erfahrung haben, sehr viel vorgenommen. Es ist für uns auch gar nicht schlimm, wenn wir das alles nicht schaffen, aber
wir wollten nicht, dass wir, wenn wir schon vor Ort sind und uns die Tage dafür freigeschafft haben, nicht dann nichts zu tun haben. Ja. Ja, es ist auch eine Reise, die kostet natürlich auch Geld, klar, ja. Das, ja, das möchten wir nicht zu oft machen und wenn das Haus wieder hier steht, dann soll auf jeden Fall ein Großteil der Installation stattgefunden haben. Das ist der Plan. Oh ja, und wir haben nämlich vor Ort auch in Detmold, wir nehmen euch da vielleicht auch in der Form von Vlog mal mit, mal schauen, was wir da alles aufnehmen können. Aber wir haben vor Ort einen Termin auch mit einem Gaswasserinstallateur. Auch da haben wir nochmal unsere Wasserversorgungspläne überarbeitet, um dann mit ihm auch nochmal die genauen Anschlüsse und Verbinder, die wir dann anschließend bestellen, zu besprechen, ob das alles so passt, ob wir was vergessen haben. Da wird es sicher auch nochmal neue Erkenntnisse geben und zu unserem Gaskasten dann auch. Genau. Ansonsten werden wir euch auf dem Laufenden halten natürlich und freuen uns, wenn ihr dran bleibt. Also abonniert gerne den Kanal, lasst uns einen Daumen da und wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.